Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir verfolgen immer noch Freddy und müssen den jetzt erstmal wieder einholen, weil wir das letzte Mal vom Motorrad gefallen sind, mal wieder. Mist. Ja, sein Motorrad raucht aber glaube ich schon. Mist. Und wir haben unser Motorrad-Skill schon mal verbessert. Wir laufen weniger Gefahr, vom Motorrad zu fallen. Mist. Ja, komm, steig schnell auf. Oh. Komm, schnell. Und der Freddy, der steht hier vorne. Und, Ah, Mist. So, werfen da mal eine Grasgranate hin. Komm und... Okay, wir sollen jetzt OG Loke zu seinem Job fahren. Und da haben wir den Dreckspenner auch, Und da haben wir diesen Dreckspenner Freddy auch. Ja, und da haben wir den Dreckspenner jetzt auch umgelegt. Jetzt. Wir werden immer noch von der Polizei verfolgt. Nehmen wir uns hier vorne einfach mal schnell ein Auto. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht auf uns. Ich nehme einfach mal die Karre hier. Oh oh. Oh. Wir haben jetzt OG Loke getötet. Okay, ich werde dann jetzt nochmal ganz kurz bis zu dieser Stelle spielen. Also bis gleich. Euer Frio. Hallo Leute und und was ich sagen wollte ist, ich habe noch mal bis hierher gespielt. Ich musste da noch mal das Lowrider Rennen auch noch mal machen, aber ist ja jetzt auch egal. Jetzt haben wir es aber zumindest geschafft und wir schnappen uns jetzt einfach ein Fahrzeug. Nehmen wir das blaue hier. Und OG Loke kommt da. So, wir warten dann mal ganz kurz auf den. Na, wo ist er? Ach, da kommt er. So, steig ein. So, und wir fahren Loke jetzt mal ganz kurz zu seiner Arbeit. Und diesmal töten wir ihn nicht. Und ich muss sagen, ich hatte ja ein paar Mal diese Mission jetzt nochmal neu spielen müssen. Der hat teils nicht aufgenommen. Ich hoffe, jetzt nimmt er das auf. Und ja, da hatte ich einmal auch die Idee ausprobiert, mit dem Scharfschützengewehr auf den Freddy zu schießen.
Das hat leider nicht geklappt. Man hat ihn zwar getroffen, aber es hat ihn nichts ausgemacht. Das war ein bisschen schade, aber... Naja, ich bin froh, dass ich es zumindest mal ausprobiert habe. Bei manchen Missionen kann man einfach sich das alles so ein bisschen leichter machen, bei der offenbar nicht. Naja. So, wir müssten auch gleich da sein. Hier vorne ist es dann auch gleich. Ups. Und dann sind wir auch schon da. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. Mission erfüllt. Respekt plus. So, wir können jetzt auch Missionen vom OG-Log annehmen. Aber ich würde sagen, wir holen uns, weil wir jetzt schon mal in diesem Gebiet sind, noch ein paar Waffen. Und ich markiere mir mal ganz kurz was auf der Karte. Ah, da muss ich ja hier rein. Und das markiere ich mir mal. Denn da sollte es jetzt eine Pistole geben. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine schallgedämpfte. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von schallgedämpften Waffen, muss ich sagen. Aber ich will euch die ja auch nochmal zeigen. Obwohl wir die später in der Mission auch kriegen werden. Aber ich bin mal dafür, dass wir uns die jetzt schon mal holen. Die müsste... Ja, da oben liegt die. Und was ich ja nicht so ganz verstehe, das sind beides dieselben Waffen, bloß die hat einen Schalldämpfer drauf. Warum man da nicht dieselbe Munition einfach nehmen kann, verstehe ich nicht ganz, aber naja. Und nehmen wir uns hier mal das Auto. Und wir holen uns jetzt schnell noch eine AK-47 und ein bisschen Munition für die abgesägte Schrotflinte. Oh. So, das müsste alles gleich hier oben liegen. Und ich sehe, der Part ist auch gleich vorbei. Ich mache hier gerade echt nur eine ganz kurze 8-Minuten-Session, da ich heute leider nicht mehr Zeit habe. Und ich hoffe, der nimmt mit auf, damit ich das jetzt alles schnell zusammenschneiden kann. Oh. Naja, egal. Nehmen wir uns hier die AK jetzt mal auf. So, aussteigen. AK aufgenommen. Und jetzt holen wir jetzt noch schnell die abgesägte. So, die müsste hinter dem Gebäude hier liegen. Ja, da liegt sie auch schon. Und wir fahren dann mal auch wieder zurück in die Grove Street. Dafür nehmen wir uns das Auto, den Caddy. Und jetzt mit 300 km/h zurück in die Grove Street. Oh. Ach, nehmen wir uns doch lieber mal hier den. So. Ist auch schon ein bisschen aufgetunt, das Ding. Das ist der Flash. So, und jetzt hier von der Hauptstraße aus.
werden wir sicherlich in die Grove Street finden. Nicht den Polizisten haben. Fahrerskill Plus. Hier durch. Und dann springen wir hier mal auf die Autobahn. Oh. Und ich muss sagen, ich würde diese Karre eigentlich ganz gerne behalten, weil die ganz schnell ist und die können wir sicherlich später noch ein paar Mal nutzen. Also fahren wir sie hier in die Grove Street und dann in unsere Garage. Wir müssten da jetzt Platz haben noch. Ja, haben wir auch noch. Neben unserem blauen Wagen. Und ich gehe mal hier ins Haus. Und überspeichere ich mal den Spielstand. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Frido. Ciao.